stünde ihm ganz gut so ein Hut am Abend. So, jetzt Schlafanzug. So, okay, das geht schon mal. Kann ich denn die Kette färben? Ich kann sogar nur die Kette färben. Na gut, dann machen wir das mal. So. Wieso kann ich ja die Badehosen nicht färben? Also die Dingens. Kann ich also doch. Okay, was haben wir denn da? Da haben wir einerseits einen schwarzen Hintergrund. Den kann ich eigentlich auch mal schwarz lassen, so. Und dann würde ich sagen, so eine Kringel drauf. Und dann noch so eine Kringel drauf. So. Okay, sieht jetzt nicht ganz so fantastisch aus. Vielleicht mache ich dann doch lieber hier irgendwas in der Richtung. Boah, sieht das scheiße aus. Boah, Alter. Ich würde jeden erschlagen, der mir mit so einer Hose zu nahe kommt. Mache ich hier lieber sowas. Tja, boah, sieht alles kacke aus. Dann mache ich das mal so. Und die rosa Kringel mache ich dann lieber grün. So, vielleicht ein bisschen dunkler. Nee. Nö, lass ich so. Scheiß doch der Hund drauf. So. Der Typ ist ganz klar irgendwann auf Acid hängen geblieben. Das stellt sich gar keine Frage. Und jetzt Sportkleidung. Ja, das ist ja auch so eine ironische Frage. Ach hier, das passt doch ganz gut. Mal gucken, kann man das einfärben vielleicht? Mal schauen. Und wenn ich jetzt hier so mache, dann geht das auch. Okay. Ja, egal, ich habe jetzt da keine Lust, irgendwie 10 Stunden an dem rumzubasteln. Das mache ich jetzt einfach mal so. Das sieht auch scheiße aus. Ich lasse das Shirt einfach mal sein. Das passt nicht zu ihm. Mal gucken. Hier sowas vielleicht. Ja, Space Commander meldet sich wieder zum Dienst. Da möchte ich ja fast nichts dran ändern. Dann mache ich vielleicht hier mal probehalber sowas. So, und dann hier mal probehalber sowas. Und dann, das sind diese Streifen hier, ne? Da mache ich dann mal so, und hier würde ich sagen, so ein... Oh Gott, sieht das scheiße aus. Boah, sieht das scheiße aus. Oh Gott. Warte, ein bisschen rumgucken. Ja, dann machen wir den hier blau. Sport ist dann immer blau seine Farbe, das passt dann ganz gut. Und dann gucken wir mal ganz kurz ein Höschen für den guten Mann. Was bietet sich denn da an? Scheinbar nicht allzu viel. Wie wär's denn hier mit sowas? Boah, das sieht alles scheiße aus. Ich schwöre, das sieht alles scheiße aus, was der Typ trägt. Das ist alles so ein Dreck. Okay, dann hier, dann setzen wir das dahin, dann machen wir hier einfach in blau, dann machen wir hier einfach dann in rosa und hier vielleicht mal gelb oder so, mal schauen. Nee, gelb hat er hier nicht, vielleicht dann so ein grün. Das ist so ein Tuntenkamouflage, ne? Also kriegst du im Tuntenladen, das kriegst du nicht überall. Gott sei Dank. So, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Okay, Schuhe. Was haben wir denn an Schuhen? Schuhen. Gummistiefel. Ich würde sagen, beim Sport kommen am besten immer Gummistiefel. Ne? Also, da wisst ihr gleich Bescheid. Wenn man Sport macht, immer seine Gummistiefel dabei haben und die gehen jetzt diesmal mehr ins Bläuliche, so, und da unten würde ich sagen, mehr ins... Gehen die da wieder ins Rosa? Nee, mehr ins Grüne diesmal. Moment, da muss ich mal gucken. So. Das geht. Und die Sohle kann man dann ja von mir aus auch gelb machen, das ist mir ganz egal. So.
Fertig ist das Sportoutfit. Und jetzt fehlt noch die Badekleidung, aber da müsste der eigentlich nackt rumturnen. So, Badekleidung ist fertig. Behält er einfach mal seine komische Camouflagehose an, weil alles andere würde genauso schäbig aussehen. Merkmale, drogenabhängig. Was haben wir denn da? Abenteuerlustig, Angler, athletisch. Die besten Sportler der Stadt, na, ich glaube nicht. Ein Autofreak, begabter Bildhauer, der ist ja eigentlich für gar nichts. Der ist ja eigentlich nur böse, Bücherwurm, ich glaube nicht. Der geborene Geschäftsmann, auf jeden Fall. Draufgänger. Sag mal. Ja, das passt. Und das hat er natürlich von seinem Dad, das haben wir ja schon gesehen. Einzelgänger, exzentrisch, familienbewusst, flirtfaul, Fotografenblick, freundlich, nee. Genie auch nicht, geisterwesend, genügsam. Gut. Nein. Hasst die Natur. Ja. Oh. Das hat er natürlich mit seiner Frau gemeinsam. So haben sie sich damals kennengelernt. Beim Teleshopping haben sie sich kennengelernt. Waren sie beide gerade unterwegs zum Teleshoppen. Und naja, so war das damals. Kleptomanisch. Hey. So, künstlerisch. Ja, doch, der kann ein guter Künstler werden. Ja. Ansonsten leichter Schlaf. Loser. Ja, Loser würde auch gehen. Mag keine Kinder. Ja, kann man machen. Merke ich mir mal. Partylöwe. Der ist. Ja, doch, dann Partylöwe. Ich wollte machen, mag keine Kinder, dann wird er eben Partylöwe. Was haben wir? Meisterdieb werden. Besitz vor Eigentum. Stehle Objekte im Wert von 50.000 Euro. Also Simoleons. Rockstar, Meister der Künste. Malereifähigkeit perfektionieren, Gitarrenfähigkeit perfektionieren. Angesagter Gebäudedesigner. Ich würde sagen, Malerei und Gitarre. Das ist doch genau sein Ding. Das macht er mal. Und seine Persönlichkeit ist, er ist am liebsten natürlich Burger. Er mag am liebsten, was mag er denn hier, Elektro oder sowas? Techno, haben wir hier Techno oder irgendwas, irgendein Geschrammel? Roots, Soul, Hip-Hop, Chinesisch, Französisch, Indie, Latin, Pop, benutzerdefinierte Musik. Ja, der mag am liebsten Elektro und seine Lieblingsfarbe ist irgend so ein hässliches Grün. Nehmen wir mal hellgrün, ist seine Lieblingsfarbe, deswegen auch die Haare. So, die Stimme. Yapso, Simchi Wani Du. Simchi Wani Du. Letagirna Vita Sichi. Ja. Temple Glow. Oh, Bratzel. Ja, das passt. Sipa Haduna Kroon. Letagirna Vita Sichi. Oh, Bratzel. Sipa Haduna Kroon. Ja, das nehme ich mal. So, das passt. Und von Sternzeichen ist der junge Mann, ja, Ene mene Mister, weil es rappelt in der Kiste, ene mene und raus bist du. Skorpion ist er, na gut. Haben wir das. Die Grundlagen. Ja, wie nenne ich den Typen denn mal? Welcher Name würde gut zu so einem durchgedrehten, abgespaceden Fuzzi passen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Welchen Namen soll ich nehmen? Tja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nee, aber ganz ernsthaft, welchen Namen soll ich nehmen? Fridolin heißt der Sohn und er müsste jetzt ja eigentlich auch irgend so ein... Wolfram Ingelbert. Passt leider nicht mehr hin. Vielleicht Wolfram oder vielleicht auch einfach... Tja, die Namen hätte ich mir vorher ausdenken müssen, verdammt. Ach, pass auf, ich nenne ihn aber Paule. Paule Schlömpel, so, dann passt das schon. Oder Paule, Ich bin nicht so sicher. Ich könnte jetzt Stefan nennen, dann würden sich bestimmt ganz viele Leute angesprochen fühlen.
Griesbert. Griesbert Michael. Oder ich nenne ihn einfach Kunibert. Kunibert Schlömpel. So, ich nenne ihn jetzt aber so. Früher wurden die so genannt. Ist mir jetzt auch egal. Und jetzt machen wir noch eins. Um Gottes Willen, nach 2 Stunden Aufnahmezeit, das sind ja schon wieder 8 Folgen. Ach du Scheiße, aber es fehlt einfach auch noch. Luke. Nein, es fehlt der Sohn. Tut mir leid. So, so. Und der Sohn muss ein Teenager sein. Mardoon, Sir. Und hat keine lächerliche Seemannsmütze auf. So, bei dem weiß ich den Namen sogar schon. Aber den, mal gucken. Ah ja, Haare erstmal. Bei dem weiß ich den Namen schon, aber den kann ich so noch nicht schreiben. Moment, ich guck mal ganz kurz, was kriegen wir denn hier hin? Ja, nee. Das muss schon eine ordentliche Frisur sein. Haben wir so eine vielleicht? Die würde vielleicht sogar gehen. Ist jetzt auch noch nicht so richtig korrekt, aber naja, vielleicht nehmen wir die ja mal. Ich glaube, die ist besser als andere. Oder vielleicht diese hier. Ja, müssen wir mal schauen. Das wird schwierig. Ich habe da so ein Vorhaben. War auch eine Idee von euch übrigens. So wie fast alles. Und jetzt bin ich am Überlegen. Ja, das sieht dann nicht so aus. Vielleicht doch das eher hier. Ja, dann nehme ich das hier. So. Augenbrauen mache ich mal so. Okay, und dann die Gesichtsbehaarung mache ich dann so. Das ist jetzt nicht richtig wirklich das, wo man hin will. Vielleicht so. Ja, naja, ich lasse das erstmal so. Eigentlich ist es auch nicht das Richtige. Mal gucken. Da müsste ich mir eigentlich noch was runterladen, damit das funktioniert. Und jetzt mal schauen. Der Kopf. Gesichtsprofil. Hab jetzt nicht wirklich die Ahnung, wie das so werden wird, aber ich versuche einfach mal mein Bestes und vielleicht kriegen wir was Vernünftiges hin. Kieferbreite, weg, Kieferform, doch kann so ein bisschen mehr sein. Was ist das denn hier? Achso, Kieferhöhe. Ne, so ist schon ganz gut. Kiefertiefe. Ja, so, dann gucken, ich weiß gar nicht. Mal schauen, ich muss auf jeden Fall hier noch. So. Und dann müssen wir nochmal schauen. Ich weiß gar nicht, die Details weiß ich alle gar nicht. Ist das richtig oder ist das richtig? Oder, schwierig. Mach ich einfach mal so. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Augen, die Augenbrauenhöhe wird runter. Augenbrauenlinie, so und machen wir mal lieber so. Das muss ja nicht allzu sehr werden. So. Oberes Augenlid. Kann ruhig so sein. Unteres Augenlid. Bleibt so. Augenliderhöhe. Nee, bleibt, oder? So. So. Höhe äußerer Augenwinkel. So, da sieht er immer richtig zornig aus. Das ist schon ganz gut so. Höhe innerer Augenwinkel. Mach ich mal lieber so. Okay, Augenspitze. Höhe. Augenform. So, und da war doch immer noch dieses Augenabstand. Augenhöhle, Höhe. Bleibt so. Augen drehen, Augenfülle. Schwierig, schwierig, schwierig. Augengröße, Augenhöhe. So, mal gucken. Ich weiß nicht wirklich. Das ist nicht so einfach, Freunde. Das ist nicht so einfach. Nasenlochdefinierung, Nasenlochhöhe, Nasenlochgröße. Da hätte ich mir vielleicht eine Vorlage vorher zurechtlegen sollen. Aber was soll's, da machen wir ja eben ein bisschen Freestyle sozusagen. Ach, das haben wir, glaube ich, schon.